und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Findet ihr nicht auch, dass so ein schöner Sonntagsbraten, ein Schweinebraten oder so, jetzt gar nicht so dramatisch ist zu machen? Was er halt braucht, ist lang Zeit und immer wieder aufgießen. Aber die einfachere Variante dazu war ein Brathähnchen. Ein Brathähnchen braucht überhaupt nicht lang. In einer Stunde ist es fertig gebraten, man hat eine schöne Sauce, obwohl man gar nicht viel Zutaten eine braucht, ab und zu mal aufgessen und schon ist die Sache erledigt. Ja, nachdem ich ja immer ein Kochbuch dazu vorstelle oder sage, wo ich es rauskoche, zeige ich euch jetzt das. Das habe ich jetzt nämlich neu bekommen. Ein Ich helfe dir kochen neu, denn mein altes Ich helfe dir kochen, das ist ja so verkocht. Der Einband ist runtergefallen und alles. Und das Neue, da ist halt jetzt nur mal alles ein bisschen moderner beschrieben. Das Brathähnchen ist auch drin, aber es ist halt so drin, wie es ich auch machen darf. Eigentlich Brathähnchen, Traudl, noch einen kleinen Teil, ich helfe dir kochen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Und da sind jetzt unsere wirklich überschaubaren Zutaten. Man braucht dazu ein Frischhändl mit 1200 Gramm. Meins hat jetzt mehrere, das hat 1500 Gramm. Dann muss ich meine Garzeit auch ein bisschen verlängern. Bei 1200 Gramm braucht es ungefähr eine Stunde und da rechne ich eine Viertelstunde mehr. Dann brauche ich Salz, Pfeffer, Paprika, Butter, Petersilie, Zwiebel und eine Geflügelbrühe. Und den Ofen heizen wir jetzt auf 200 Grad Umluft vor. Wenn es nur Ober- und Unterhitze macht, dann 220 Grad. Wichtig ist jetzt vor allen Dingen, das Händel innen und außen gründlich zu waschen. Und zwar mit kaltem Wasser. Es soll ganz kalt sein, denn nicht, dass da Salmonellen gibt. Und nach dem Bade wird das Hähnchen trocken getupft. Und jetzt schauen wir das Händel so an. Das hat da überall ein bisschen viel Haut. Das schneide ich ein bisschen runter. Von da und auch da vom Hals. Dann wird das Händel richtig kräftig gesalzen, gepfeffert und ich tue auch gerne einen Paprika auf. Und ein bisschen darauf achten, ich habe da ein eigenes Bredel dafür, denn man soll es jetzt nicht machen auf dem Bredel, wo man nachher seinen Salat macht. Denn da ist doch gefährlich mit den Salmonellen. Jetzt nur Paprika auf, ein bisschen schön verreiben. Und nicht vergessen, auch in die Bauchhöhle die Gewürze rein tun. Dann wird nur gepfeffert. Jetzt lege ich das Händel mit der Brustseite nach unten in mein Brat rein. Die Fliegerl, die verschränkt man so ein bisschen nach hinten. Und dann kommen jetzt da dazu nur die Zwiebeln. Die muss ich allerdings noch klein schneiden. Ups, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ein bisschen Petersilie kommt auch noch eine am Bauch. Eine klein geschnittene Petersilie. Ich habe jetzt da bloß eine tiefgefrorene, die geht aber genauso gut. Dann die Zwiebeln rundum. Zum Schluss pinsel ich jetzt mein Hähnchen da noch schön ein. Schön mit Butter, damit es nicht austrocknet. Und so kommt es jetzt eine halbe Stunde ins Rohr. Zwischendrin immer ein bisschen nachschauen, damit die Zwiebeln nicht zu braun werden. Und wenn die Zwiebel anfangen zu bräunen, mit der Gemüsebrühe, nicht, mit der Geflügelbrühe aufgießen. Jetzt hat es ungefähr eine Viertelstunde gebraten und wie ihr seht, haben die Zwiebeln schon braun. Und nur dunkler darf es nicht werden, weil sonst schmeckt uns ja die Sauce nicht mehr. Dann gieße ich jetzt da mit der Geflügelbrühe auf. Das Hähnchen war jetzt eine halbe Stunde drinnen und hat schon eine ganz schöne Haut auf der Seite. Jetzt muss natürlich auf der anderen Seite auch noch schieben. Deswegen drehen wir es jetzt um
Und dann pinsel das wieder ganz gut mit Butter ein. Ein bisschen gieße ich noch auf. Und jetzt kommt normalerweise, wenn es ein kleines Hähnchen ist, nur mehr eine halbe Stunde rein. Und wie gesagt, meins eine Dreiviertelstunde. Und zwischendrin einmal schauen, damit die Soße nicht einkocht. Sonst muss man nochmal aufkochen. Aufgießen. Jetzt sind noch ungefähr 5-6 Minuten, bis das Hähnchen fertig ist. Die Haut ist schon schön resch. Wer es noch rescher möchte, der kann jetzt nur auf Grillfunktion machen. Aber da muss man stark aufpassen, damit es nicht verbrennt und nicht zu stark austrocknet. Also lass jetzt da noch die 5 Minuten drin. Als Beilagen gibt es jetzt dazu schöne Semmelknödeln und ein bisschen einen Kartoffelsalat mit der Gurke drinnen. Also ich finde, ein richtig gutes Sonntagessen ist das. Ein schönes, kräftiges und in einer schnellen Zeit. Das Hähnchen ist jetzt fertig. Das war jetzt seit 1,25 Stunde im Rohr drin. Wie gesagt, jetzt schneide ich das einmal in zwei Hälften. Und dann noch in Vierteln. Was natürlich ist, dass das Hähnchen jetzt von unten her nicht mehr resch ist, weil es bloß von oben eben die resche Haut hat, weil die andere Haut ja in der Soße war. Das ist aber jetzt nicht so dramatisch, denn es schmeckt auch so. Und nachdem jetzt das Hähnchen so groß ist, essen wir jetzt einmal gerade ein Viertel. Wir können uns ja immer noch was dazu holen. So, und da gibt es jetzt ein Knödel dazu, wie ich schon hergezeigt habe. Und eine Soße gibt es drüber. Denn ein Knödel ohne Soße, das war ja gar nichts. Ich habe jetzt da die Zwiebel drinnen lassen. Ihr könnt das aber auch gerne abseihen. Und einen Kartoffelsalat, den tun wir heute mal sogar in den Teller rein. Und so schaut er aus. Mein schneller Sonntagsbraten, das Brathändl. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Pfiat euch!